Hi meine Lieben, ich freue mich, dass du auf mein Video geklickt hast. Falls du neu bist, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, was ich den ganzen Tag so esse, sprich what I eat in a day. Also ich nehme euch einfach den ganzen Tag mit und dann zeige ich euch, was ich in der Früh esse, mittags esse, Snack, allem drum und dran. Wobei wir fast 10 haben, obwohl ich um 9 aufgewacht bin, aber ich habe geduscht, dann habe ich gechillt. Also, my stomach needs some food. Und dann würde ich sagen, esse ich in der Arbeit immer Haferflocken mit Banane, Erdbeere und Erdnussbutter und ein bisschen Zimt. Aber wir haben keine Erdnussbutter, sprich jetzt muss ich mir einen Plan B überlegen. Das heißt, ich mache mir wahrscheinlich Rühreier mit einer Avocado und einen Kaffee. This girl needs some Kaffee. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich mache mir meinen Eiskaffee, oder das heißt immer am Wochenende gönne ich mir das. Also für meine Rühreier tue ich heute auch ein bisschen Schinken, weil ich mich heute extra fühle. Dann Tomaten und eine Schalotte. Dann schneide ich das jetzt alles in kleine Würfel und dann tue ich alles in die Pfanne und dann geht in mein Stomach. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr Milch in eure Rühreier tut oder nicht. Voll viele machen das, ich verstehe aber irgendwie nicht, wieso ich das noch nie gemacht. Stop the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. So, und das ist jetzt mein Frühstück. Ich würde das jetzt essen und werde dabei noch ein paar Videos schneiden. Und dann schauen wir mal, was ich als nächstes esse. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben es jetzt schon 2. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt gemeinsam Couscous. Ich habe jetzt noch alles gekauft für den Couscous und dann... Oh ja, ich freue mich richtig. So, ich zeige euch jetzt, wie ich meinen Couscous-Salat mache. Hierfür habe ich einfach nur Couscous, Tomaten, Schote und eine Gurke. Schnellsten, wenn ihr kochendes Wasser reintut, weil dann könnt ihr auch gleich ungefähr abmessen, wie viel Wasser ihr dafür braucht.
Und in der Zwischenzeit, bis das Wasser kocht, schnüffel ich jetzt halt hier alles. Als würze ich meinen Couscous noch ein bisschen. Einmal mit Salz. Dann ein bisschen Pfeffer. Damit ich kenne, weiß, dass ich Knoblauch mag. Also. Genau. Ganz viel Knoblauch. Die Schüssel ist ein bisschen klein, aber... Jetzt ziehe ich noch eine halbe Zitrone rein, also den Zitronensaft. Dann tue ich jetzt noch ein bisschen Apfelessig rein. Aber nur ganz, ganz bisschen. Genau. Dann kommt noch ein bisschen Öl mit rein. So, dann mache ich mir jetzt noch ein paar Schrimps auf der Pfanne und dann tue ich die noch mit dem Salat rein und dann geht in mein Stomach. So, und das ist jetzt meine fertige Couscous-Bowl. So, und jetzt kommen wir zu meinem Snack. Ein Cookie, ein paar Blaubeeren und ein paar Erdbeeren und ein Kaffee. Ich versuche jetzt auch so ein satisfying moment with the cookie. Nochmal, ich habe den in der Mikrowelle warm gemacht. Geil. Ich genieße jetzt halt meinen Kaffee, meinen zweiten. Und meinen Cookie. Und dann sehen wir uns zum Abendessen wieder. So, das ist jetzt mein Abendessen. Chili con carne. Meine Mama ist mir zuvor gekommen. Ich habe es leider nicht selber gekocht, deswegen kann ich euch nicht zeigen, wie es ausschaut, aber ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, wie ich schmatze, aber mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr auch Hunger bekommen habt, I'm sorry. But in the space between.